Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Dazu kommt zur ersten gewünschten Reaktion. Ja, das die beiden Videos, die dann als Reaction kommen werden hier, sind gewünschte Reaktionen. Und ja, wir reagieren, beziehungsweise ich reagiere heute auf Arthur Blutsauger. Ich kriege direkt miese Reportagen-Vibes, wenn ich den Titel alleine schon höre. Ja, ich kriege miese Reportagen-Vibes. Ich höre sehr gerne im Moment Reportagen. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das Ganze wird. Und ja, mal gucken, vielleicht gefällt mir der Song sogar sehr gut, wer weiß. So, nicht wundern, diese Sounds. Achso, ihr hört den Sound gar nicht. Aha, wie gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir labern nicht lange drum herum. Dies das Ananas. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier den richtigen Track offen habe. Ich weiß es gerade nicht. Ich schau mal schnell, ich muss mal schnell nachgucken. Okay. Ah, oder Blutsauger oder Olymp. Ja, egal, ich mach beide. Ist eh gut. So, Leute, wir labern nicht lange drum rum. Wir gucken direkt mal hier in die Beschreibung zum VDSCS-Shop, Police-T-Shirt, Taschen. Ja, Taschen. Ich hab das Gefühl, ich muss mir bei was bestellen. Krass nicht, ne? Aber gucken, vielleicht sind die Taschen gar nicht mehr so schlecht, dann hole ich mir vielleicht mal eine. Werde Mitglied in der VDSCS-Army, VDSCS bei Instagram und VDSCS bei Spotify. Lange Rede, kurzer Sinn. Hä? Nee, lange Rede ohne Sinn. Wir starten rein mit Arthur Blutsauger, offizielles Musikvideo. Das Ding kam am 12.08.2022. Also das Ding ist auch schon fast ein Jahr her jetzt. Es ist jetzt gerade 10 Monate her. 37.757 Aufrufe. Ich würde sagen, wir labern nicht lange, wir gehen direkt rein. Let's go. Leute sind mir schon begegnet auf meinem Weg. Engel rechts, Teufel links, ich hab alles schon erlebt. Manche kommen zu VDSCS, um ein bisschen Fame zu kriegen. Manche dieser Penner klebten an meinem Arsch wie Hämorrhoiden. Tun alles, machen alles, immer nur dasselbe. Und denken dann, sie kriegen Anerkennung auf die Schnelle. Diese Leute saugen die Community aus, wenn sie nicht kriegen, was sie wollen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt mir diese Maske. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Typen, der, ich sag jetzt mal, diese GP-Musik-Dinger gemacht hat. Ich weiß nicht, German Let's Play Music, vielleicht kennt ihr den Typen, ja, der das gemacht hat. Und er hatte ja auch so eine ähnliche Maske auf und daran erinnert mich die gerade. Ich krieg gerade miese, von den Masken her, German Let's Play Music-Vibes. Von dem Songtitel krieg ich Reportagen-Vibes. Gut, von dem Reportage, von der Reportagen-Version von Blutsauger gibt es ja irgendwie 4 oder 5 Stück. Ich glaube, mittlerweile sind es 4. Würde mich wundern, wenn bald ein 5. kommt. Aber an sich klingt der Song ganz gut. Ich find's cool. Man kann's machen auf jeden Fall. Der Beat ist geil. Der Beat kommt sehr schön. Sehr, sehr schön. Seine Stimme ist auch... Ey, ich bin ehrlich, seine Stimme kommt brutal auf den Beat. Ist vielleicht nur meine Meinung. Aber ich bin ehrlich, ich feiere seine Stimme gerade auf diesem Beat. Egal, lass weiterhören. Wollen haben sie Kugeln im Lauf. Sie hätten gerne Klicks, doch checken nicht die Message. Machen sich zwar schick, doch sind innerlich so hässlich. Löwen ziehen Fliegen an, das ist ein Naturgesetz. Und wenn dein Charakter stimmt, ist mir egal, wie gut du rappst. Und wenn sie was bekommen haben, wollen sie immer mehr. Ihr wollt alle auf den Thron, doch die Krone ist zu schwer. Ich lach mich tot, wenn der... Ey, von den Leuten im Hintergrund, ne, die da stehen, wenn er dann, ich sag mal, im Studio steht. Ihr braucht mich nicht fragen, wie die Leute heißen. Ich kenne vielleicht 2, 3 Leute dadurch, da von den Songtiteln vielleicht und weil vielleicht durch ein paar Musikvideos, aber ey, ihr braucht mich nicht fragen. So, ich kann euch mal sagen, wen ich kenne, so. Sie sagt mir was und das war's. Mehr Leute sagen mir da gerade nichts. Warte, sag mir vielleicht, ey, sein Kippi ist nice. Gib mir The Rock Vibes. Okay, Goldkette. Status. Nein. Aber die Farbe vom Shot feiere ich. Es kommt gut. Das Gelbe mit dem mit der schwarzen Schrift und dann hier das S nochmal als das Logo. Das ist ganz cool gemacht. Das ist Arthur aka der Junge. Naja, sonst sagt mir hier keiner. Wobei doch, sie sagt mir noch was.
Aber so, sonst sagt mir hier echt keiner überhaupt was, ne? Die beiden sagen mir was. Sie und sie. Sie. Die beiden sagen mir was, der Rest sagt mir überhaupt nichts. Egal, weiter. Mit dem A, die Tür, sie ist da hinten, für euch gibt es hier keinen Platz. Lachen nie in mein Gesicht, doch im Herzen haben sie Hass. Sie schleimen bei mir rum, in der Hoffnung was zu kriegen. Doch wenn wir sie durchschauen, ja, dann wollen sie uns bekriegen. Blutsauger, ihr seid Blutsauger. Ihr seid schneller abgehoben als ein Hubschrauber. Gibt's da ein Lyrics zu? Gibt's da einen Text zu? Genius. Ja. Gibt's da einen Text zu? Warte mal. Blutsauger, da muss doch safe ein Dings zu geben. Ja, hier, guck mal, hier, Reportagen, Blutsauger, Blutsauger 2, 3, 4, Tör, Bass Stuff. Er hat mehr Blutsauger gemacht als alles andere. Warte mal, Ich würde nämlich echt gerne mal wissen, wie die Lyrics sind, aber es gibt anscheinend keine, es gibt keine Lyrics, krass. Ah, hier gibt's was, aber ich glaube, der Song ist hier nicht mit bei. Ne, okay, schade. Okay, es gibt keine Lyrics vom Blutsauger, schade. Da gibt's doch Untertitel. Okay. Blutsauger, manche von euch bleiben einfach weiter Zuschauer. Ja, gut, dieses Blutsauger auf Zuschauer, ja, okay. Ja, dieser Reim ergibt sich aber von selbst irgendwie. So meiner Meinung, okay, es ist meine Meinung so, man kann über die Songs von den Leuten halten, was man will. So, ich fand die Songs, die ich bisher jetzt gehört habe, zwei Stück, fand ich an sich eigentlich ganz cool. Ne, wobei drei habe ich gehört. 3. Ich habe den neuesten Song von Luca gehört. Hier, den Song an Menina. Das war ja, glaube ich, sein neuester. Den habe ich gehört. War strong auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Weiß ich nicht. Aber dieser Dude sogar auf Zuschauer rein. Weiß ich nicht. Irgendwie. Klar, es passt halt rein. So. Weil du musst ja irgendwie was haben. So Blutsauger auf Zuschauer. Wenn danach jetzt irgendwie sowas kommen würde, keine Ahnung, Blutsauger, manche von euch bleiben einfach weiter Zuschauer und ich hebe ab wie in einem Hubschrauber, dann würde ich sagen, okay, Bruder, reingeschissen, bitte nimm diesen Song offline. So, aber solange da jetzt danach, nach diesem Zuschauer, Blutsauger, Zuschauerreim, nichts mit Hubschrauber kommt, vollster Respekt, sobald was mit Hubschrauber kommt, ich breche diese Aufnahme ab. Nein, alles gut, so. Ich meine, ich mache das ja auch so. Ich will irgendwann anfangen, Musik zu machen. Wird nie passieren. Ich schwör's euch, wird niemals passieren. Und ich habe auch einfach mal random so ein Blutsauger-Ding. Ich habe einfach mal so ein paar Reime gemacht mit Blutsauger. Da hatte ich auch irgendwie Blutsauger, Zuschauer, Hubschrauber. Und so. Deswegen Grußkarte. Wobei Grußkarte. Hubschrauber, Blutsauger, Grußkarte. Wobei doch, ja, okay. Wobei doch würde eigentlich auch gehen. Doch geht eigentlich auch, ja, wenn man überlegt. Fuck off, lass mal weitermachen. Ja, du wärst so gern ein Star und gehst dann vor die Kamera. Ich war schon bei VDSIS, bevor sie Army gab. Wissen nicht, wie. Okay. Okay. Ich fuck dieser Untertitel gerade ab. Läuft aber reißen ihre Fressen auf, vielen schaue ich in die Augen und sie. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, es geht auch ein mies großer Respekt raus an die Community von VDSES und generell auch am VDSES. Oder was stellen die da bitte auf die Beine lang? Die machen das freiwillig. Also ich weiß auch nicht, wie das genau da abläuft. Also, ich kenne die Tagesabläufe da nicht. Das würde mich aber mies mal interessieren, aber soweit ich gesehen habe, ist das irgendwo in Fulda am Rhein und ich habe keinen Plan, wo das ist. Ist das irgendwo Berlin in der Nähe? Wo ist das? Sagt Fulda, sag mir nicht mal was, yo. Ich kenne nur Bremen. Ich kenne nur meine eigene Stadt, Rallas. Also, egal. Aber trotzdem. Es geht echt großer Respekt raus an die Leute, die hinter VDSR stehen und auch diese ganzen Workshops. Ich habe mir da mal ein, zwei Videos von angeguckt. Ey, oder wie strong ist das?
Die haben ja mehrere Workshops. Soweit ich weiß, einen in Hamburg haben sie. Und mehr weiß ich gerade nicht. Weil hier in Bremen gibt es keinen. Wenn es hier in Bremen einen geben würde, ich würde mitmachen. Ich schwör's, ich würde mitmachen. Ich würde mich da anmelden. Ich würde mich da direkt anmelden, wenn es einen hier in Bremen geben würde, aber gibt's nicht. Oder was wollt ihr auch hier für Musik machen? Man kann hier nicht mal irgendwo drehen, ohne dass da irgend so ein, weiß ich nicht, was vorbeikommt, ne? Ey, das ist. Bremen ist anders. Bremen ist andere Liga, andere Welt. Ich schwör's euch, Bremen ist GTA-Lobby. Egal, lass mal weiter. Ey, es tut mir leid, ne? Dieses ist mein Stuhl, ne? Der knarzt so unheimlich, ne? Ich muss mal echt gucken, dass ich den irgendwie mal öl oder keine Ahnung, irgendwie eine Schraube oder so festziehe. Keine Ahnung, ne? Das fuckt mich selber. Egal, weiter. Und den Endverlauf, Konkurrenz denken. Doch wie wird's enden? Immer gleich, einfach immer gleich. Denn für diese Leute ist doch Dankbarkeit ein Fremdwort. Ihr seid nur der Müll, den ich entsorg. Ihr seid nur der Müll, den ich entsorg. Ja, gut, ja. Gut, so eine kleine Hater-District-Line kann man, wobei, ja doch, das würde eigentlich sogar zu einem Blutsauger-Text passen. Ja, weiß nicht, aber bisher ist es gut. Die 1 Minute 26, die wir jetzt haben, ist gut. Ist echt gut eigentlich. Wollt gerne hoch hinaus auf Nacken von einem anderen. Du bist ein Was? Nacken von einem anderen? Der Müll, den ich entsorg. Ihr wollt gerne hoch hinaus auf Nacken von einem anderen. Das ist eine schöne Line. Ihr wollt gerne hoch auf einem Nacken von den anderen. Das ist eine coole Line. Das ist eine wunderschöne Line. Und da stehe ich persönlich hinter. Junge, das ist eine Line, die einen zum Nachdenken bringt. So, ihr wollt noch oder zum Beispiel jetzt YouTube, Twitch, Instagram, TikTok. Weiß ich nicht. Ihr macht Klicks mit einem Account oder beziehungsweise ihr macht Klicks mit, keine Ahnung, Reactions, Musik oder so, whatever und geht danach hoch. So, man könnte zwar jetzt sagen, dass ich das auch mache, aber die Reactions mache ich, weil ich da Bock drauf habe. Die Reactions mache ich, damit ihr was habt, was ihr gucken könnt. So, diese Speed-Ups, die ich von Netflix mache, mache ich zum Spaß. Die mache ich, damit ihr auch Mucke von mir bekommt. So. Klar, ich bin eigentlich ein Gaming-Kanal. Ich war von Anfang an ein Gaming-Kanal. Mittlerweile mache ich Speed-Ups, Reactions, Mixe, dass ich mehrere Songs in ein Video packe. Gaming mache ich immer noch. Und so Shorts mittlerweile mache ich ja auch. So, das habe ich früher gar nicht alles gemacht. Mittlerweile die Zeiten ändern sich so. Ne? Ist so. Aber egal, weiter. Ein Star, der nichts kann, Mann. Bist ein Star, der nichts kann, okay? Ja, okay, ist eine gute Line, ja, aber weiß nicht, Scheiterte verbinden sich, sind vereint in ihrem Hass ab. Wie oft noch? Egal. Alles tun, damit ich mit die Lieder mach. Nicht weil sie mich mögen, sondern weil sie was erhoffen. 1000 neue Follower in den nächsten Wochen. VDSIS-Star seit 2018. Seit 2018 ist er dabei. Krass. Respekt. 2018, wait, yo, dann ist der jetzt. Warte mal, 2022 kam das Lied, dann ist der 4 Jahre dabei. Mittlerweile sind 5 Jahre dann jetzt. Tschüss. Respekt. Was willst du Scheiße aufmachen? Gut, was willst du Scheiße aufmachen? Ja. 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 Weiß nicht. Für die ist da hinten, für euch gibt es hier keinen Platz. Lachen mir in mein Gesicht, doch im Herzen haben sie Hass. Lachen mir ins Gesicht, doch im Herzen haben sie Hass. Ja, okay, das ist eine Storyline, die würde auch wieder zu einem Blutsauger-Text passen. Ja. Das könnte auch einfach eine Reportagen-Line sein, bin ich euch ehrlich. Stäumen bei mir rum in der Hoffnung, was zu kriegen. Doch wenn wir sie durchschauen, ja, dann wollen sie uns bekriegen. Blutsauger, ihr seid Blutsauger. Ihr seid schneller abgehoben als ein Hubschrauber. Habe ich nicht vorhin erwähnt, wo diese Blutsauger-Zuschauer-Like kam? Dass irgendwas mit Hubschrauber kommt? Warum wusste ich das? Kann mir das irgendwie erklären?
weiß ich, ich bin gerade enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, okay, kann auch sein, dass ich es in der ersten, beim ersten Mal in der Hook überhört habe mit dem Hubschrauber. Das kann gut sein, dass ich das überhört habe. Aber bitte, bitte, bitte nicht. Warte mal. Blutsauger, ihr seid schneller abgehoben als ein Hubschrauber. Bitte. Warum? Warum? Ey, bitte. Egal. Aber nein, ich sag da nichts zu. Manche von euch bleiben einfach besser Zuschauer. VDSIS, Freunde finden und gewinnen. Jeden rappen lassen, es ist ganz egal, wie gut sie klingen. Ja, du bist mein Bruder und du bist meine Schwester. Ich bin irgendwie froh, dass ich da nicht bin, weil, ey, ich kann nicht rappen, ja? Ich kann's nicht. Ich werde es wahrscheinlich niemals können. Deswegen werde ich. Ich sag zwar die ganze Zeit, ja, ich mache die ganze Zeit bei WhatsApp so, ja, neuer Song und so, neuer Song wird gemacht und so, ne? Cover fertig und so. Lack, ich werde den erst in 45 Jahren gefühlt aufnehmen. Was laber ich eigentlich? Ich kann nicht rappen, ey, ja. Wer? Ja, ja, du bist mein Bruder und du bist meine Schwester. Bin VDSISler, so wie Sarah extra. Sie kommen. Was, Bruder? Wer? Hat die auch Songs? Wenn die Songs habt, schreibt mal bitte in die Kommentare. Dann, wenn ihr wollt, mache ich da auch eine Reaction zu. Ihr könnt generell mal Songs von VDSIS so in die Kommentare schreiben, auf die ich reagieren soll. Das macht nämlich echt Spaß. Das macht nämlich echt Spaß. Und sie gehen und neue kommt dazu. VDSIS Forever, das ist meine Crew. Heb die Hände hoch, wenn du ein Teil von dieser Gang bist. Aber pass auf, dass du niemals verblendest. 50.000 Klicks und sie denken, sie sind Rockstars. Nein, du bist nicht Tyler, du bist irgend so ein Opfer. Spaß. Ich weiß nicht, ob das so eine Line sein soll, von wegen, ja, du tust so, als wärst du der, aber bist in Wirklichkeit nur ein Opfer, was du tust. Oder ob das eine Diss-Zeile gegen Dings, gegen Tyler war. Ich kenne Tyler krass nicht, ne? Ich habe noch keinen Song von ihm gehört. Ich habe bisher, wie gesagt, 4 Songs mit dem jetzt gehört. Mit dem Song sind es 4. Ich weiß gar nicht, welche Songs habe ich schon angehört, alles. Ich weiß gar nicht, Melina, 2 Songs. Den Song von Luca an Melina und den Song. Und den nächsten gleich. Aber egal, weiter. An der Sache, gemeinsam was erleben und sich nicht gegenüber andere erheben. Überall, überall klingt nur gut, wenn's alle schreien. Aber manche schreien, lieber halt allein. Die Tür, sie ist da hinten, für euch gibt es hier keinen Platz. Lachen mir in mein Gesicht, doch im Herzen haben sie Hass. Sie schleimen bei mir rum, in der Hoffnung was zu kriegen. Doch wenn wir sie durchschauen, ja dann wollen sie uns bekriegen. Blutsauger, ihr seid Blutsauger. Ihr seid schneller abgehoben als ein Hubschrauber. Ich komme immer noch nicht auf diese Blutsauger-Hubschrauber-Line drauf, ne? Das ist gerade echt nicht meins. Also die Line macht mir das irgendwie alles gerade kaputt. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Blutsauger-Hubschrauber-Zuschauer-Ding, das weiß ich nicht. Es ist zwar der leichteste Reim, den du auf Blutsauger finden kannst. So, weil Blutsauger, Hubschrauber, Zuschauer, das sind 2 Wörter, die perfekt auf Blutsauger passen. So, aber nimm doch wenigstens Hubschrauber nicht in der Hook. Nimm es irgendwo in den Parts oder so. Das würde viel geiler klingen. Oder hier, okay, dieses Zuschauer ist, glaube ich, Pre-Hook. War ja, glaube ich, mit Zuschauer. Oder ich glaube im ersten Part oder so. Aber weiß nicht, ganz ehrlich. Dieser Blutsauger-Hubschrauber, diese Blutsauger-Hubschrauber-Line in der Hook vor allen Dingen macht mir den Song ein bisschen kaputt. Ist meine Meinung, jeder hat seine eigene Meinung. Es ist nur meine Meinung, was ich jetzt so von der Hook halte durch diese Line. Man kann denken über diese Lines, was man will, aber meine Meinung bleibt meine Meinung und für mich macht diese Blutsauger-Hubschrauber-Line das so ein bisschen kaputt. Zumindest die Hook. Der Song an sich ist geil. So, das ist definitiv ein Song, den man sich öfter geben kann. Aber ja, wie gesagt, durch diese Blutsauger-Hubschrauber-Dingens in der Hook, wie gesagt, macht das im Part, ist besser. Kommt das ein bisschen komisch. Kann
keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber für mich macht dieser Reim das, die Hook so ein bisschen kaputt. Egal. Weiter, wir haben noch ein bisschen vor uns. Blutsauger, ihr seid Blutsauger. Manche von euch bleiben einfach besser Zuschauer. Ja, das war's. Das war Arthur mit Blutsauger. Und du solltest jetzt nicht nochmal starten. Ja. Für mich persönlich schöner Song, geiler Song, cooler Song. Ich erwähne dreimal das gleiche gerade gefühlt nur. Scheiße, aber drauf wirklich. Aber auf jeden Fall, es ist, man kann ihn auf jeden Fall hören, so man kann ihn sich auf jeden Fall geben. Ich packe euch den Link zum Song unten in die Videobeschreibung, damit ihr euch den selber anhören könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch das Album bei Spotify, whatever. Es gibt es ja anscheinend überall. Und ja. Schreibt gerne mal Songs in die Kommentare von VDSES, auf die ich noch reagieren soll. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Ich schätze mal, das ist dann die Ado Olymp Reaction, wenn ich nicht davor noch irgendwas mache. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüssi. His heart is cold, his lungs are